Servus Leute, zurück zu Graveyard Keeper und willkommen auf meinem schönen Hof des Chaos. Ja, wir haben das letzte Mal schon einiges in Sachen Schriftstellerarbeit geleistet, aber, und ich habe auch ein neues Prayer geschafft, aber ich habe die Zeit ein bisschen voranschreiten lassen, damit ich ein bisschen Fate bekomme. Aber mir fehlen immer noch Sachen. Also, ich muss ein Buch machen, ein Buch. Jetzt hatten wir, beziehungsweise hier, das da will ich machen, ein Buch. Ein Buch der Stufe, wobei, das habe ich nicht gesehen. Die Bücher sehen mit dem Level jeweils anders aus. Dieses Buch ist einfach Kupferform. Dieses Buch ist Silberform und dieses Buch ist Goldform. Prinzipiell, irgendwo hatte ich ja die Möglichkeit, Bücher zu machen. Ja. Nein. Oder vielleicht auch nicht. Pigskin Paper. Wir brauchen Pigskin Paper. 2 Stück. Für so ein Softcover. So ein Softcover brauchen wir für ein Buch. Wo konnten wir nochmal das Buch machen? War das. Nee, das war. Wo war das Buch? Das war doch hier irgendwo. Ja, hier. Buch. Genau. Da brauchen wir ein Softcover und Chapters. Chapters haben wir schon gemacht. Brauchen wir Notes. Notes brauchen wir. Stories, Pen and Ink und Clean Paper. Clean Paper habe ich. Stories. Da muss ich schauen, ob ich noch welche habe. Wenn nicht, dann kann ich nicht auch Stories schreiben? Oder habe ich das noch nicht davor? Doch, kann ich schreiben. Das kostet aber Faith. Das kostet Faith und Pen und Ink. Wieder mal kostet alles Pen und Ink. Naja, Pen und Ink können wir ja machen zum Glück. Aber ich schaue jetzt schnell mal, ob ich ein paar Stories noch übrig habe. Ich weiß gar nicht, vermutlich. Ja, wir können ja mal. Halt, wenn, dann habe ich sie vielleicht hier unten rein. Nein, aber Pigskin Paper brauchen wir. Dann machen wir das als erstes. Weil ich habe so wenig Platz im Inventar. Ja, ich könnte noch eine zusätzliche Kiste machen. Aber ich will einfach dieses Kapitel des Buchschreiben endlich abschließen und dann. Dann kümmern wir uns mal ums Management. Aber ich will endlich das schaffen, damit ich hier Faith ansammeln kann für andere Dinge. Ich will dieses Combo Prayer machen. Wo war das nochmal, was ich machen wollte? Pen and Ink, ja, brauche ich, aber ich. Nein, Clean Paper nicht. Softcover, das will ich machen. Oh, das könnten wir vielleicht auch erforschen. Ich weiß nicht, was ein Softcover bringt. Oh, es hat rote Points gegeben. Gibt es auch rote Points beim Erforschen? Tatsächlich. Nee, die haben wir nicht übrig. Also, Faith haben wir nicht übrig. Das ist wirklich jetzt gerade die Mangelware, Faith. Das da brauche ich nicht. Und den Pilz brauche ich auch nicht. Was ist denn das? Wo kommt der Schrott her? Schon haben wir wieder mehr Platz. Das ist wichtig. So ein Softcover haben wir. Wir brauchen die Notes noch immer. Dann schauen wir mal nach Notes. Ein paar, glaube ich, höherstufige habe ich. Zur Not brauche ich die auf. Damit habe ich kein Problem. Dafür sind sie da. Dann muss ich halt in Zukunft mehr Notes machen und so. Oh ne, ich habe hier sogar 3 Kupfernotes. Das ist doch perfekt. Richtig perfekt. Gut. Dann werden wir nämlich ein Buch machen und wir werden versuchen, hier wunderbarste Weise uns das Combo Prayer zu erschaffen. Und dieses lassen wir dann wirken. Ich kann euch schon mal verraten, was das jetzt brachte. Ich weiß nicht, was der Effekt mit dem einen Silber dort ist. Aber ja, ich krieg ungefähr eigentlich, ich würde jetzt schon gesagt, ich krieg 50% mehr Gold. Und Serum und Faith ist prinzipiell, ich habe einfach bloß 6 Faith bekommen. Also dafür, dass es Prayer of Faith ist, habe ich bloß 6 Faith bekommen. Normal kriege ich 5 Faith, da habe ich 6 Faith bekommen. Aber ich habe 50% mehr Geld bekommen. Kann aber auch sein, dass es im Moment in dieser Version verbuggt ist. Ich glaube, ich habe irgendwann mal was darüber gelesen. Dass es da irgendwas broken oder sowas ist, dass die Faith vielleicht falsch sind. Weil das könnte vermutlich eher das Prayer of Geld, also des Geldes sein. Ja gut, doch, nee, es hat auch. Das da ist, nee, es hat eigentlich auch schon. Es hat ein mehr Faith gegeben und 50% mehr mit Donations. Also von daher, weiß ich nicht genau. Wir brauchen erstmal das hier. Das ist blöd, dass da hier kaum Platz ist, aber ich kann mir das jetzt zurechtschieben, dass ich es hier habe. Hier brauche ich es nämlich, um die Sachen zu schreiben.
hier. Notes, Craft. Jawohl, ja. Das gab Blue Point, kann ich aber nicht aufheben. Gut, 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 gut. Dann machen wir das nochmal. Ja. Feini Schriftsteller sein. Oh, ich glaube, ich muss diesmal... Aber eigentlich muss ich nicht den Kuchen essen. Das ist nicht notwendig. So, und jetzt die Notes. Die Notes. Mal Stories hatte ich ja schon davor, aber die Notes noch nicht. Ich schau mal schnell. Study Table. Oh, shit. Notes kann ich nutzen, um Science zu bekommen. Ja, doppelt so viel wie bei dem. Aber ganz ehrlich, ich krieg so viel, also Clean Paper ist so leicht herzustellen. Zumindest, wenn man hier dort unten seine Arbeit macht. Dementsprechend brauche ich das nicht. Nee. Ich dachte, ich krieg da vielleicht auch Blue Points. Aber nee. Nee. Ich krieg zwar Blue Points, aber nicht die Blue Points, die ich meinte. Weil das ist immer noch so eine Sache, da schaue ich lieber immer nochmal nach. Das mit dem Studien, das ist nicht schlecht. Das ist nicht nur wichtig für die Alchemien, dass man herausfinden kann, zu was man irgendwas machen kann. Und um es dann zu irgendwas zu machen. Nee, es ist auch wichtig für das andere Zeugs. Ja. Die Vollversion wird toll. Die Vollversion wird cool. Vielleicht mit mehr... Oh, da ist unser Freund, der geht da rüber. Vielleicht noch ein bisschen hier Storyline-technisch ein bisschen... Ja, so eine Art Fortschritt, weil im Moment hätte ich ja eigentlich nahezu alles von vornherein machen können und die Story komplett ignorieren. Hat auch seine Vorteile. Ohne Zweifel. Aber weiß nicht, ich habe das normalerweise gern so. Dass man ein bisschen geführt wird zumindest. So wie am Anfang das mit dem Friedhof. Man muss erst einen Friedhof freischalten. Das fand ich eigentlich ganz cool. So ein Chapter. Das kann man doch bestimmt erforschen. Ein Chapter. Nein, das gibt bloß noch mehr Points. Na gut, davor haben sie alle 4. Clean Paper gibt 2. So ein Note gibt 4. 3 Stück hätten 12 gegeben. Wenn ich sie kombiniere, geben sie 15. Nicht so überzeugend. So, und jetzt kann ich ein Book machen. Hard. Hard Style. Jetzt habe ich ein Buch. Was kann ich das studieren? Wir schauen uns alles an. Es gibt noch mal mehr. Ja, schön, ist ja schön. Aber ich brauche keine Science. Ich brauche ein weiteres Sprayer. Nee. Was brauchen wir jetzt für Sprayer? Für die Prayer brauchen wir nichts mehr weiter. Wir haben das Combo Prayer geschafft. Geil. Einziges Problem ist, ja. Ich hatte eine goldene, ich hatte 2 silberne, ich hätte das auf ein Silber. Was kosten nochmal die Notes? Ich überlege gerade. Eigentlich würde ich schon gern wissen, ob es sich lohnt, auf eine höhere Stufe zu machen. Silber könnte ich hinbekommen. Was kosten die Notes nochmal zum Schreiben? Wo waren die nochmal? Die haben doch auch Faith gekostet. Nee, wo waren denn die? Da, Stories meine ich natürlich. 9 würden 3 wieder kosten. Ach nee, halt, die Stories habe ich doch. Notes. Story. Na gut, dann machen wir das beide. Komm. Wir betreiben dieses Mal Science, Bitches. Oh, nicht Bitches, nein, sorry. Das seid ihr natürlich nicht. Wir betreiben Science. Wir erforschen uns dieses Mal. Nicht nur machen wir unser Ziel, hier das eine zu bekommen. Nee. Wir machen's geiler. Wir finden heraus, was passiert, wenn die Qualität erhöht wird. Dazu, das brauche ich jetzt gerade nicht. Den Platz kann ich mir sparen. Das brauche ich jetzt gerade auch nicht. Stopfen wir hier alles rein. Gut. Was brauche ich für... ich brauche nochmal Pigskin Paper. Nochmal für so ein Softcover.
Softcover? Brauche ich da kein anderes Cover? Ja, ich glaube, ich brauche kein anderes. Genau, für ein Bookhard brauche ich so ein Softcover. Alles klar, alles klar. Was machen wir zuerst? Wir machen zuerst... Pen and Ink? Nee, wir machen erst das Softcover. Go Gadget. Und dann schauen wir einfach mal, was bringt es mir. Ich glaube, eine Silber kriege ich hin. Das andere wird schwieriger. Also Gold wird nicht so möglich. Aber Silber kriege ich hin. Silberqualität. Und dann kann ich euch endlich beweisen. Oder sagen zumindest. Was bringt denn das? So, wir können hier, das da können wir machen. Oder das da. Ah, dann machen wir mal das da. Machen wir mal eine goldenes Chapter. Oder versuchen zumindest ein goldenes Chapter. Ach, du Schande. Sind da wirklich gerade... Ach, du Schande, es hatte bloß eine 30%ige Chance, Silber zu werden. Ja, wie erhöhe ich denn dann bitte die Chance da? Dann brauche ich eigentlich schon gar nicht mehr weitermachen. Ja, stimmt, es war bloß eine 30%ige Chance. Schade. Dann muss ich doch uns euch doch enttäuschen. Wird es doch nichts. Das ist schade. Und es ist noch doppelt schade, dass ich eine super Story rausgeschmissen habe dafür. Aber na gut, das ist halt auch Lehrgeld. Den Fehler macht ihr hoffentlich nicht mehr. Das brauche ich gerade nicht. Habe ich schon das gemacht? Book? Ach, das Book habe ich abgelegt. Diesen Fehler müsst ihr dafür nicht mehr machen. Hoffentlich lernt ihr aus meinen Fehlern. Achtet auf die Prozent. Es kann da trotzdem noch schief laufen. So, jetzt muss ich erstmal irgendwie wieder Platz schaffen. Das und das tauschen, das nehme ich wieder mit. Das Buchcover will ich auf jeden Fall... Oh, jetzt habe ich zu viel Pen and Ink. Ah, Mist. Ja, Akira wird wahrscheinlich gerade absolut ausflippen bei diesem Management hier. Aber ich bin auch leicht überfordert gerade. Mit so wenig Platz. Ich will ja bloß mein Ziel erreichen. Mehr will ich nicht. Ich will nur mein Ziel erreichen. Ich will ein geiles Prayer. Wobei, eigentlich kann ich nochmal zurückgehen und schlafen. Es ist gerade noch Nacht. Das bedeutet, es geht fix. So, wir haben dann bald das Combo Prayer. Mal schauen, ob das irgendeinen Effekt hat. Ich kann ja dann sagen, ob es einen unterschiedlichen Effekt hat wie das Prayer for Faith. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Auch ob es genauso 10 Wertigkeit in der Kirche braucht. Das ist auch eine Frage, die ich noch nicht beantworten kann. Das kann ich beim Prayer of Faith sagen? Ja, das kostet auch 10. Wobei, das haben wir sogar beim letzten Mal nachgeschaut. Soweit ich mich erinnere. Also von daher, alles gut. Eine Sprintfunktion in diesem Spiel könnte man dauerhaft einführen. Also ich weiß jetzt nicht, was der Haken da an der Sache ist. So langsame Bewegungen zu haben. Ja, gut, ist vielleicht wichtig. Nee, ist es nicht. Combo Prayer. Sermon Money 50%, Sermon Faith plus 50%. And Extra and Donations. Ehrlich gesagt, 15, das braucht 15. Shit. 2 Tage noch. Kann ich 15 garantieren? Was könnte ich denn machen, um 15 noch zu erhöhen? Candelabras könnte ich noch bauen. Simple Iron Parts. 24 Simple Iron Parts brauchen wir. Go Gadget. Wir haben Bedarf. 24. Oder, das hört sich auch interessant an. Oder wir machen gleich das da. Wobei, der bringt ja welche. Oder wir machen sowas. Ach, es gibt so viele Möglichkeiten. Wir machen sowas. Wir schauen uns an, was das macht. Beziehungsweise, was wir dafür brauchen. Das hört sich cool an. Ich habe keine Ahnung, wofür es da ist, aber es hört sich cool an. Vielleicht können wir das da irgendwie erhöhen. Wir brauchen hier... So, Wooden Church Shrine.
wir haben doch schon einen. Das ist doch schon einer, oder? Das da. 16 Wooden Planks, 6 Complex Iron Parts. 16 und 6 Complex. Ja, das ist eine Anzahl. Und jetzt habe ich natürlich wenig Platz im Inventar. Moment. Ich brauche ja gerade nichts weiter. Dann gehe ich mal schnell runter. Ich habe Papier dabei. Dann werde ich das Papier auch automatisch los. Ich hau jetzt das Papier da rein, mache daraus Science Points. Ja. Decompose. Dann haben wir da einen Platz mehr und ich forsche jetzt die zwei. Hol mir da die Blue Points. Und eine Story sogar. Gut. Ah, noch eine Story. Haben wir irgendwie Platz? Ja, komm, einmal sowas. Kann man wegwerfen. Eigentlich kann ich das zweite Mal auch wegwerfen. Oh, eine Silver Story sogar. Gut. Puh. Es ist warm. Ist bei euch auch warm. Wobei, jetzt wo das Video rauskommt, könnte vielleicht gerade die Erlösung sein und es könnte kühler werden. Könnte. Alles könnte. Angemeldet ist es zumindest. Oh, das wäre ich doch jetzt schon in der Zukunft, wo das Video rauskommt. So, das können wir da ablegen, das können wir da ablegen. Ja, ich brauche mehr Inventar unten. Das kann ich auf dem Friedhof ablegen. Muss ich wieder auf den Friedhof. So ein Zentrallager wäre nicht schlecht. Zentrallager. Also eigentlich oben sinnvoller als unten, oder? Hier habe ich nämlich die ganzen Friedhofs-Items drin in der Kiste. Genau. So. Och, dann lege ich das auch noch ab. Und das lege ich noch ab. Und das lege ich noch ab. Ah, hier, das kriegst du auch noch. Schön, 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 schön. Pray for Faith. Oh, jetzt ist schon gar kein Platz mehr. Moment, dann werfen wir die weg und machen Casual Prayer hier runter. Sehr schön. So, die können wir wegwerfen und dann haben wir schon mal Platz wieder. Och, so viel Platz hatte ich schon lange nicht mehr. Dafür ist die Kiste jetzt voll gespammt. Ja, Kira, ich weiß. Mehr Kistenmanagement. Nicht meine Stärke, muss ich zugeben. Kistenmanagement ist nicht meine Stärke. Aber dann in der echten Version, also in der Full-Version, da werde ich mir was einfallen lassen. Da werde ich auch wegen vorausschauend wahrscheinlich alles planen. So. Ich wollte diese Balken machen. Dafür brauche ich Flitches. Schauen wir mal, kann ich noch welche machen? Ja, könnte ich machen. Ich brauche aber ein bisschen mehr. Ich brauche für die Balken. Ich brauche. Wie viel waren es? 16, oder? Ja, drei Stämme. Dann machen wir das mal. Und machen unsere Wooden Planks. Der Tag. Oje, nicht mehr lange. So viel Zeit haben wir nicht. Vielleicht muss ich doch den Kuchen einsetzen. Die Macht des Kuchens, um mich wieder voll zu machen. Damit wir das rechtzeitig bis zur nächsten Gebetsstunde hinkriegen. Ich brauche noch Kerzen. Kerzen kriege ich aber von dem Typen, der da vorbeikommt. Der verkauft mir Kerzen. Ich weiß, ich wollte eigentlich nichts mehr kaufen, aber dafür habe ich keine Zeit mehr. Dafür habe ich aber sogar keine Zeit mehr. Das auch noch hinzubekommen. So, das kann eine Weile dauern, bis ich das alles geschafft habe. Und es wird auf jeden Fall Energie kosten. Ja, das kostet Energie. Aber wenigstens kriege ich Blue Points. Die habe ich ja im Moment wieder Mangelware. Das war der erste Cake. Der war gut. Habe ich gut gebacken. Auf jeden Fall. Ein bisschen, die Steuerung. Wenn man das auch ohne die Maus machen könnte, wäre schon nicht schlecht. Also manche Sachen, so wie diese repetitiven, ja.
Da könnte ich mir auch einfach eine simple Tastenkombination vorstellen. Also das wäre auch nicht schlecht, so Komfortfunktion eben. Aber man kann nicht alles haben. So, wie viel habe ich eigentlich? Oh, genug. Machen wir noch das letzte. Dann haben wir es gemacht. Wahrscheinlich habe ich sogar noch welche hier drin. Ja, eine. Hätte jetzt mich nicht weltbewegend weitergebracht. So, und dann waren es Complex Iron Parts. Wie sieht's denn da aus? Ja, das ist im Moment kein Problem. 6 Stück brauche ich davon. Das ist, glaube ich, überhaupt kein Problem. Aber man kriegt ja 3. Gut. Ah ja, wir bauen ja gar keinen Candelabras. So, jetzt bin ich gespannt. Das war, glaube ich, ein Beichtstuhl, den ich da jetzt baue. Wie viele Points gibt der zur Kirche insgesamt? Ich hoffe, mehr als einen. Dafür ist er zu teuer. Wahrscheinlich 2, im Idealfall 3. Take a look. Confessional. Ja. Jemand von euch hat ja auch geschrieben, hier rotaten geht hier. Tatsächlich. Man kann die Sachen auch rotaten. Dann hier sowas. Muss ich natürlich erst bauen, na klar. Das kriegen wir hin. Klopf, klopf, klopf. 5! No one to make a confession. Frechheit. Aber wir haben unser Ziel erreicht. Das ist gut. Das ist sehr gut. Okay, wir haben es rechtzeitig geschafft. Sehr gut. Wir haben die Kirche so aufgebaut, dass es jetzt beim nächsten Mal möglich ist, auch dieses Prayer zu 100% successful zu generieren. Gut, man darf sich auf die Schulter ruhig klopfen. Das war gute Arbeit. Das ist 5 gebrannt. 5 war echt viel. Das hätte ich jetzt nicht erwartet, muss ich zugeben. Maximal 3 hätte ich jetzt erwartet, aber 5 ist schon geil. So, die kann ich hier reintun, Holzmaterialien eben, und dann ist schon der Tag angebrochen, der Tag der Wahrheit. Der Pastor, oder was sind wir mittlerweile? Wir sind der Preacher, der Kardinal, der kommt jetzt. Und die Jünger, die sollten auch kommen, denn es gibt ein Prayer for Faith and Money. So, wie gesagt, es gab 6 Faith bei dem anderen Prayer plus 50% mehr Money. Church Quality ist hoch genug. Ah, Moment, ein, was könnte ich überprüfen? Diese eine Silbe, bedeutet das, es kostet so viel? Das könnte ich mal schauen. So, Texte sind leider keine unterschiedlichen. Das wäre auch cool, wenn da unterschiedliche Texte kommen. Ich möchte ein paar Worte sagen. Der Kanal ist geil. Nice! Oh, das war bei dem anderen nicht so. Bei dem anderen habe ich 3 zu dem Zeitpunkt gekriegt. Tada! Oh, 5, 6. Nein, das sind 7. Great, Simon. Was sind das jetzt auch immer mehr? Ja, das sind mehr. Ja, scheinbar so viel, wie die Anzahl bei den Points ist. So viel sind auch 7. 7. Und das hat kein Geld gekostet. Das ist ein Silbes. Ja gut, da ist niemand hier, der eine Beichte abgeben möchte. Der etwas beichten möchte. Gut, ich habe keine Ahnung. Vielleicht kommt da irgendwas. Oh ja. Das ist lohnenswert. Also das andere hat auch 3,70 gegeben, hat aber nur 3 Faith Received gegeben. Vielleicht liegt aber auch das daran, an den Visitern. Vielleicht ist es direkt abhängig von der Anzahl der Besucher, wie viel Faith man hier bekommt. Aber Money Bonus ist mehr als 50% von dem da. Deutlich mehr. Das wären 5,75. Also von daher deutlich mehr Geld. Deutlich mehr Geld. Und auch gutes Faith. Ja, das Craften von diesem Rezept, das hat sich gelohnt. Du würdest mir theoretisch Kerzen verkaufen, aber das andere Zeug noch nicht. Gut,
Damit kann man auf jeden Fall, also damit habe ich auf jeden Fall ausgesagt. Jetzt habe ich massenweise Geld, also jetzt habe ich eine Gelddruckmaschine mit dieser Kirche erschaffen. Die kann man jetzt nur noch weiter pimpen. Versuchen vielleicht noch geile Kerzen hier reinzumachen und dann schauen, ob da noch mehr Leute kommen. Und dann geht's ab. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und ciao. Bis zum nächsten Mal.